Wie findest du Klett aktuell in der Meta? Er ist ziemlich bad. Klett ist meistens schlechter als andere Bruiser. Es gibt einen Weg, mit ihm stark zu sein und der ist quasi Level 1 ein bisschen zu cheesen. Auch ein starker Cheese, einfach leicht zu machen mit dem Champion. Du läufst auf Leute quasi einfach rauf, Level 1 und willst das Mountain. Beides sie quasi bis zum Tod und dann das mountest du auf Level 1 und kannst einfach remounten mit Minions und halt gefuckt, dass er gegenseitig nicht wollen kann, weil er noch nicht seine Spells erlernt hat. Aber ja, er ist halt schlechter als Jax, schlechter als Camille, schlechter als Fiora, schlechter als Aatrox, schlechter als so ziemlich jeder Bruiser. Aber wenn der Cheese funktioniert, dann kann es funktionieren. Ja, mein Champion ist gut diese Runde. Bis auf gegen ein gut gegen Cassiopeia wird sehr ärgerlich sein. Ich muss halt sehr aufpassen, wie wir Team. Actually, mein Champion ist nicht so gut diese Runde. Ich muss sehr aufpassen, wie ich teamfighte. Gegen Cassiopeia, Braum. Sehr leicht, einmal halt irgendwo CC zu werden und sofort zu sterben. Kann auch nicht wirklich repositionieren gegen Miasma. Und dann habe ich ein Problem. Ja, ich muss mit der Minimum-Wave in die Lane laufen, damit ich nicht von keiner gesund werden kann. Weil sonst können wir halt gesund werden, wie angesprochen. Alter, wir können nicht gewinnen, Boys. Wenn ihr da unten fightet, ist immer Niederlage, immer. Ja, er will das Mountain, ne? Das ist hier sein Ziel. Er will natürlich so das Mountain, dass er wenigstens ein bisschen Damage zurücktradet. Er hat sogar noch Turmago genommen. Geil, Boys, kein Win. Zack hat auch smited. Gar nicht hingucken, ne? Ich habe über Toplane geredet. Gar nicht drauf geachtet, was da passiert. Ja, das ist der Weg, wie Klett quasi Matchups gewinnt. Level 1 das hier machen und dann remounten und einen Kill kriegen. Das ist legit sein Play. Wenn es jetzt alles ruhig verläuft, habe ich dann auch einfach gewonnen, je länger das Spiel geht. Nice, blocken sein Damage und kriegen noch Heal durch. Und Grasp, bevor er Anti-Heal noch mit drauf hat. Ja. Ah, haben den Trade gewonnen, aber konnten nicht wirklich traden, wie wir wollten. Nicht unsere Spells alle benutzen, so wie Klett das getan hat, obviously. Wir wurden halt gegankt. Das Einzige, was wir nicht machen dürfen, ist zu früh gehen und gecancelt werden von seiner Q. Er hat noch keine Ult, also kann uns nicht canceln damit. In anderen Worten, wir können einfach raus. Das ist ärgerlich, mein Prophet's denied. Ja, auf dem Slowpush würde jeder Klett Main diven. Er würde ja Vego anschreien, komm hoch, komm hoch, komm hoch, komm hoch, komm hoch. Dive, dive, dive. Bam, Junge! Oh mein Gott, du wurdest so outplayed. Nice, wichtig und richtig. Aber der ist nicht unterm Turm, ich hätte wahrscheinlich einfach die Wave pushen sollen und nichts last hitten, einfach nur Minions hitten, so viel es geht. Dann hätte ich die Wave von einem Turm bekommen. Hätte ich zwar ein paar Minions gemisst, aber wäre besser für mich der Wave-State danach. Oh, Baby! Er hat Passive. Er spielt das wie ein junger König. Warplay, Boys. Ich mag das, wie er tradet, ne? Er tradet quasi immer ohne Q in diesen Trades. Dass ich danach Angst haben muss, nach vorne zu steppen. Falls er mich danach queued. Wenn er weiß, dass er, ich werde Passive Shield auslösen, das heißt, der Großteil seines Damage wird er immer mein Schild reinhauen müssen. Ich würde gerne auf ihn rauf gehen bei sowas, aber ich muss immer Angst haben, dass jemand hinter mir ist, Mann. Ja, und ist zu Recht, Arminia. Er war ein Busch. Korrekt. Es ist ärgerlich, aber es ist korrekt. Also darf der nicht spielen. Also ich kann auf ihn raufgehen und ihn killen, aber leider Roam Braum und trotzdem Solo killt Mr. Six da unten. Ja, auch hier haben wir wieder sehr viel Angst auf der Wave. Denn er wird Remounten Ignite haben und er wird schreien, ich dive wieder, ich dive. Sind wir irgendwie auf Plan, ich weiß noch nicht genau wie. Wir werden den Camden missen, I don't give a fuck. Ah, Mann, ich habe mit Catwalk gerechnet, aber nicht noch mit Vego hinter mir. Weil der einzige Weg, wie mich Vego normalerweise auf der Wave da gankt, ist, wenn Klett nicht gebased ist, wenn Klett im Busch geblieben ist. Aber wenn Klett gebased ist, wow, okay. Weil normalerweise würde halt Klett im Busch bleiben und Vego gankt mich dann, aber ich hätte nicht gedacht, dass er mich einfach frontal gankt. Klett, der nicht gebased ist. Wenn Klett der gebased ist, das ist echt ärgerlich. Ich wollte dann einfach stayen, Plating kriegen und damit mit einem TP-Reset agieren. Weil ich ja TP spiele und er Flash, also will ich irgendwann mal TP ausnutzen für einen Vorteil. Und deswegen war Vego trotzdem Top-Lane. Nice, Plating können wir mal denyen. Warum hab ich diesmal nicht geultet, Mann? Ich hätte einfach nur einmal Ult drücken müssen, hätte ich den gesund, okay? Der kriegt kein Reset auf Passive Form, ich dodge seine. Ach, scheiße. Leute, ich bin so frustriert mit dem Game. Weil wir haben auf jedem Timer, auf dem wir spielen durften, wurde er gecovert. Und dann auf den Timer, auf dem wir spielen durften, halt mit TP etc. Wo machen wir nichts? Oh. Das sagt so sehr. Solo killen und seitdem konnten wir nicht einmal aggressiv spielen.
Einfach nur zweimal gestorben. Einmal an Vega und einmal an ihn. Das ist so sad. Okay, wir gehen rein. Was ist mit der Ult passiert? Ich war am ersten Mal, ich konnte nicht ulten, oder was? Warum sind die rausgegangen? Ich kann nicht mehr, ich weiß es nicht. I don't know. Ganz blöd mit einem mit Spiel, ich konnte nicht Ult durchkriegen. That's it. Gewill, fucking Solo-King klettern sind da dem AFK-Lane. Es ist so traurig, aber I guess it is what it is. Ich hoffe, dass es sich baiten lässt, weil ich halt einfach weak as fuck bin. Fucking yeah. Ja, also stellt euch vor, ich hätte schon Divine Sand oder irgendwas an Items, hier würde sich niemand baiten lassen. So, geil. Absolutely dead. 1000 Gold Kaiser. Das Gute ist aber, wir können eigentlich relativ leicht mit dir fertig werden. Es braucht halt meine Ult, gemeinsam mit Six Ult oben drauf und einfach Zac Yasuo. Zac Yasuo sollte funktionieren. Huge, boys, huge. Mein Sand war fertig, ein Can Win. 1000 Gold Kaiser. Noch mit Turrets Snowball mit 6, am besten 2. Oh. Keine Ult, aber ich glaube nicht mehr, dass ich defenden kann. Ich bin dead. Oh, ich bin Faker. Ich habe noch Q durchbekommen. Weil ich mit Divine Thunder gegen gehalten, bevor ich rausgekommen bin. Geil. Ich habe mich schon als Tod abgeschrieben, aber maybe can win. Ich habe TP. Pop and off right now. Können wir vielleicht noch spielen? Fake. Das geht Blade. Er ist immer noch so ein XP vorne, der klettert, weil ich mache halt die ganze Zeit Plays auf der Karte und ich farm nicht wirklich irgendwas. Immer noch nicht geil fertig. Und der Klepp, hä? Er hat einfach Wusch hinter mir gewartet, ha? Wow, okay. Ich will, dass du Base gehst. Ich hab gar keinen Bock, dich zu canceln. Ich will meinen Kai kriegen und den Turm nehmen, das war's. Sehr happy mit meinem 800 Gold Shutdown. War das. Nein, ich hab versucht, Nash zu forcen. Ja, sagt, er macht keinen Damage. Der Cut ist Sunfire, aber oh. Okay, wir haben das Dance. Hey, wir gehen das nächste Mal einfach Strix Gage. Und dann vielleicht Frozen Heart. Okay, wir gehen sehr früh rein. Bin nicht da, aber ich bin zu spät gebeat. Leider nicht zum richtigen Warp, wenn wir bei Nash engagen. Damit habe ich auch nicht gerechnet, bin ich ehrlich. Am Ende nicht bursten, sonst machen wir den Pio-Schick und uns wird das Ding weggesteert. Oh, macht das Combo gefällt. Ich hätte später rüber gehen sollen. Wenn so früh übergeht und deswegen hat Alistair nicht ganz Hexfleisch auf Kasse bekommen. Sie war schon weit weg. Da haben wir hier bei dem Fight dabei. Lass mich bitte die killen einfach. Weil Six lebt noch immer, jetzt ist er tot, nicht schlecht. Ja, leider 3 für 2 natürlich absolut nicht gut, während wir Nash haben. Wir haben nur einen einzigen Turm bekommen, das war der Top-Turm. Vielleicht Kass einfach straight ulten sollen, aber wir hätten uns halt gewonnen, hast aber trotzdem gestorben. Money makes everything easier. Das wichtigste Ziel ist bei weitem Kaiser. Die, wenn die eingesperrt wird, wird irgendein Knockup sie treffen. Entweder mein E-Knockup, Alistair W, Zac Q, Ult E, doesn't matter, dann kann Yasuo ulten. Dann natürlich Six Ult innerhalb des Hexen Ultimatums, sehr leicht zu verwirklichen. Eine Combo treffe und überlebe mit Starex, ist das insane. Goddammit. Geil. Ja, ich mach mal sehen, mit dem Fuck ist. Lass mich gerne durchpushen, ich gehe gleich Botland weiter. Eigentlich, ich gehe sofort Botland weiter.
Er lebt. Warum? What a game! Also, ich habe kurz einen kleinen Rant gehabt zu dem Zeitpunkt, wo das Game sehr frustrierend war, weil wir einfach nicht das gemacht haben, was möglich gewesen wäre mit meinem Champion. Und dann haben wir den Rant rausgelassen, haben Plays gefunden und ja, sind mittlerweile eine sehr starke Kamel. Bei jedem Fight dabei, dafür haben wir 50 Milliarden Waves gedroppt. Aber that's okay. Haben jetzt eine Mountain Soul, hat einen Nash. Ich vielleicht noch den Turm, bevor ich resetten muss. Kasso kann TP'en und das war's. Jetzt haben wir Fights immer von der Seite gespielt, sodass wir eigentlich nie wirklich gefokust waren. Aber wenn ich einmal halt frontal reingehe und dann einfach miasmat werde, auf der Stelle stehe wie so ein Idiot und dann prockt Alistar seine Quatsch durch, dann bin ich einfach tot. Eigentlich Alistar Braum. Braum Passive meine ich. Der Typ ist tilted. Einfach aufgeflasht, ohne Yasuo zu haben, also ist er einfach tot, hä? Hat jemand aber nicht nachgeguckt nach Yasuo, Mr. Alistar, ha? Ey, überhaupt reintippen zu müssen, war schon schlecht, aber. Hat die bald in einem rough Spot. Mach ich hier? Komm hinein. Tank mal für den Cannon hier. Ja, geil! Sehr, sehr geil. Sehr frustrierend. Laning Phase. Danach Drake Fight verkackt, weil ich jetzt mehr Mal gejumpt bin. Danach Movie 9, honestly. What a game, doch. What a game. Er hätte so viel besser laufen müssen, nachdem wir ein Solo gekriegen. Es ist einfach. Ist immer so, ich bin immer so sauer auf mich selbst in diesen Games, weil ich TP spiele. Aber ist es eigentlich gut, TP zu spielen? Hat ja auch mehrmals extrem gut funktioniert mit den Flanks, die wir hatten, beziehungsweise Wave pushen rein TP in der Midgame. Es ist trotzdem frustrierend, dass wir nicht einfach mehr mit mir gearbeitet haben. Wenn ich schon so ahead bin. Solo Kill TP Advantage. Spiel mit mir, Bro. Nice, trotzdem gutes Game. Spaß gemacht zu zocken. Most Gold, most Damage. Meisten Kills. War ein gutes Game. Auf ins nächste. GG's.